Und schon wieder zurück bei DSA, der Schicksalsgenie... Da vergreift sich doch glatt jemand an eurem Geldbeutel. Und natürlich will er jetzt weg. Na, danke auch. Ja, willkommen zurück bei der Schicksalsschlinge HD. Bleib stehen, wir kriegen dich so oder so. Ihr gebt euer Bestes, aber ihr seid fremd hier. Der Dieb hingegen scheint diese Gegend wie seine Westentasche zu kennen und hat euch nach kurzer Zeit abgeschüttelt. Vergesst es. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel der geklaut hat, aber ich bin sicher, er hat ein bisschen was geklaut. Na gut, wir müssen damit leben. Ich glaube, in der alten Nordland-Trilogie war es noch so, dass er dann ganze Dukaten mitgenommen hat. Wenn du irgendwie 1000 Dukaten mit dabei hattest, dann konnte es dir passieren, deswegen hatten wir ja immer alles in Kräuter angelegt, dann konnte es dir passieren, dass er mal eben 1000 Dukaten mitgenommen hat. Tschüss und weg war er. Jetzt haben wir aber noch 62 Dukaten, das ist jetzt nicht so viel weniger, als wir vorher hatten. Insofern habe ich das Gefühl, dass da auch ein bisschen was geändert wurde, dass nicht sofort alles weg ist einfach. Na gut. So werden wir hier begrüßt in Aublog. Ja, ich habe übrigens mal die Kommentare gelesen, habe auch mal geguckt, wegen der Textfenster, die hier immer so über das Fenster hinausragten. Ich habe jetzt mal diese Einstellung gemacht mit der UI skalieren. Ich hoffe, das ist jetzt nicht alles zu klein, aber es müsste jetzt funktionieren. Ah, guck mal hier. Ja, jetzt funktioniert es. Schön. So, das bedeutet, wir haben keine überstehenden Textfenster mehr. Dafür ist jetzt alles ein bisschen kleiner. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wir sind in Aublog und wir wollen ja eigentlich ganz woanders hin. Wir wollen ja eigentlich nach Feldstein. Und ich glaube, in Aublog haben wir auch soweit. Ach nee. Ach nee, das war das Haus im Abenteuer, genau. Insofern haben wir in Aublog, glaube ich, alles gesehen. Wir können hier nochmal zurückkehren, wenn wir mit dem Abenteurer nochmal reden wollen. Oder ihn ja vielleicht sogar mitnehmen möchten. Aber vom Mitnehmen sehe ich im Augenblick noch sehr drastisch ab. Der Wegweiser, und wir sind gar nicht mehr so weit entfernt. Wobei, wenn ich bedenke, welche Strecke wir zurückgelegt haben, sind wir doch noch ein bisschen entfernt. Aber der nächste Schritt ist Villenheim, ein Zentrum der torvalischen Bodierflößer. Die etwa 500 Einwohner haben fast alle mit Handel und Transport ihre Beschäftigung gefunden und sie verdienen nicht schlecht dabei. Wir reisen los. Ihr überquert gerade einen sanften Hügelrücken, als ihr unter euch ein Lager von 4 Orks und einem Oger entdeckt. Der Oger scheint euch ebenfalls entdeckt zu haben, denn er deutet in eure Richtung. Sofort nehmen die 5 ihre Waffen auf und kommen auf euch zu. Wollt ja, wir haben es hier sehr viel. Gut, wir sind auch in einer Region, wo relativ viele Orks unterwegs sind, aber diesmal stellen wir uns zum Kampf. So, das habt ihr jetzt davon. Huch, oh. Ja, na toll, wir stehen natürlich wieder unfassbar gut, unfassbar gut. Ja, besser kann man gar nicht stehen für so einen Kampf. Toll, damit ist der Oger ist jetzt schon geschützt durch die beiden Orks. Ist das ärgerlich. Na gut, dann machen wir es eben so. Schnappen wir uns. Nee, oh ja, stimmt, er hat ja nur, oh Gott. Ich bin ja noch immer voll beladen. Oh nein! Ja, das kann nur schön werden. Es wird richtig gut. Ich habe so wirklich große Hoffnungen gerade. Wir sind alle voll beladen. Schön. Ja, Ludwig. Ludwig kann nicht hier hingehen. Ludwig muss dann hier die Flanke decken. Aber er hat auch nicht genügend. Toll. 5. Ja, ja, schön. Ja, das wird toll. Das wird großartig. Da schnappen wir uns zuerst diesen Ork hier. Derweil werden wir diesen Oger hier mal mit einem Blitz dich finden. Blitz dich find. Ja, oder auch nicht. Blitz dich find. 7! Ich hab den Zauber auf 7! Genau, das wollte ich eigentlich vermeiden. Schön. Na gut, jetzt haben sie uns eingekesselt. Es hat nicht ganz hingehauen, wie ich es machen wollte. Könnte sein, dass das ein bisschen ein schwierigerer... Nee, er macht wieder den Kampftanz vorher. So, es wurde übrigens gefragt, ob eines der vielen Kinder von Arnwulf auch Alrik heißt. Natürlich, mindestens 2
Mindestens zwei Alriks hat der Arnwulf auch in die Welt gesetzt. Das bleibt ja gar nicht aus. Wir vermeiden, dass dieser Oger hier wirklich heftig in den Kampf eingreift. Och, Manno! Geht's aber. Jetzt funktioniert's. Blitz dich, Find. So. Schon besser. Gut, damit bin ich relativ zufrieden. Ich glaube, er überlegt sich gerade, ob er fliehen sollte. Das wäre wahrscheinlich die bessere Idee. Huia, holla, huia, holla, hier, hu. Was ist das denn? Und dann, er hat seinen Kampftanz aufgeführt und plötzlich haben wir zwei Lebenspunkte verloren. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gerechtfertigt ist. Da weiß ich jetzt nicht. Paradepatzer, schön. 9 Lebenspunkte verloren. Gestolpert. Oh, so, jetzt könnte ja Brüder hier vorne hingehen und sich um den Oger mitkümmern, oder? Dann sind wir den nämlich hoffentlich auch bald los. Ludwig kommt hier ganz gut klar mit seinem. Ich würde aber trotzdem, aber wenn ich mit ihm jetzt weggehe, dann haben die beiden ein Problem. Das heißt, wir müssen mit Androsch hier die Front halten. Huah! Und ganz wichtig, am Ende des Kampfes sofort Wunden versorgen. Denn erstens haben wir hier schon einiges an Schaden eingesteckt und zweitens sind es mal wieder Ork-Waffen. Sonst haben wir nachher wieder alle Wundfieber. Ich sehe es schon kommen. Oh. Nee, auf wen hatte ich jetzt geschlagen? Aber auf den hier. Oder nee, auf den anderen. Egal. Wir müssen sie sowieso alle platt machen. Ja. Das Schlimme ist ja auch, es gibt ja mit Sicherheit in der Arnwulfschen Familie aua, den ein oder anderen Bastard, von dem die Mutter nicht mal weiß, dass es der Arnwulf... Nein, nein, nein! Oh Mann! Verklickt. Ja, okay, ich muss... Das ist aber auch diese ein bisschen unangenehme Kampfsicht, die man hier hat. Da verklickt man sich leicht mal. Na gut, dann schnappen wir uns eben diesen Ort hier. Ende. Wir müssen Brüder da, glaube ich, rausholen, sonst... Aua! Ich sehe gerade schwarze Brüder. Oh, oh. Das ist gar nicht mal so gut. Ist er nicht mal langsam tot? Das wären 3, 5. Ach nee, blitz dich, Finn. Der müsste aber eigentlich noch... Okay, jetzt ist er wieder geblitzt. Ich glaube, 2 Runden hält das Ganze. Oder 3 Runden, zumindest für den Anfangsblitz, oder? Oder wie war das noch gleich? Ich weiß es nicht mehr. Oh, 2 Orks weniger. Und ein... Oh, yes. Jetzt geht's gut. Ein Schritt entfernt. Ja, schön. Ich glaube, wir müssen hier noch hingehen, oder? Das wird nicht ausreichen. Zaubern kostet außerdem... War das nicht so? Ja, 2 Schritt. Alles klar. Er berechnet also die Bodenfelder, aber er berechnet die Querfelder als 2 Felder, weil die natürlich auch in der Nordland-Trilogie die 2 Felder entfernt waren. Ist ja klar. Also, das, man konnte ja nicht überquer. Ging ja nicht. So. Ja. Muss dringend verkaufen. Dringend Zeug verkaufen. Balsam Salabunde. Oh ja. Dafür ist unsere Elfe wirklich sehr gut geeignet. Da kann sie auch mal endlich ihre Magie komplett raushauen. Und das war gut, dass wir es gemacht haben.
denn der Ork greift weiterhin Brüder an. Wie die anderen einfach ins Nichts starren, während Brüder verkloppt wird. Ludwig, tu doch was! So, Ludwig hat sie gerettet. So schaut's aus. Wir haben gesiegt und das bedeutet für uns noch mehr Plündergut, das wir beim örtlichen Schmied versetzen müssen. Langsam wird's ein bisschen knapp in unserem Beutel, ne? Eine orkische Bronzeflasche und noch ein Kriegshammer. Und nachdem der letzte Angreifer zusammenbricht, atmet Brüder tief durch. Ich glaube, wir haben gewonnen. Zeit, die Rüstung abzulegen, damit ich einen Blick auf eure Wunden legen kann. Oh, ist das mein Blut? Lasst uns rasten, bevor ich hier sterbe. So. Talent. Ich glaube, nur Brüder hat ordentlich was abbekommen. Heilkunde Wunden. Auf sie selbst. Brüder kann sich doch nicht selbst behandeln. Ich glaube, Valaria war diejenige, die auch noch Heilkunde Wunden hatte. Genau, 5. Alles klar. Talent anwenden. Chip. Heilkunde Wunden. Auf Brüder. 5 Lebensenergie geheilt. Schön. Ich glaube, dadurch bekommt sie jetzt auch nochmal entsprechende Abenteuerpunkte. Kann zumindest sein. 50. Oh, guck mal, wir haben schon 50. Fast den ersten Level haben wir schon durch. Na, schau mal einer, guck. Wie war das eigentlich mit diesem Helm hier? Rüstung 1. Dann würde es doch eigentlich mehr Sinn machen. Ich meine, sie hat jetzt so einen schicken Federhut auf, aber ich glaube, es war auch damals so, dass sie einen Lederhelm auf hatte. Schwupp. Sie nochmal plus 1 Rüstung. Hat sich irgendwas verändert? Ach, guck mal. Die Belastung ist runtergegangen, weil sie das jetzt am Körper trägt. Ah ja, das macht natürlich Sinn. Okay. Gut, wurde noch jemand? Ich glaube, Rayada wurde auch das eine oder andere Mal geschlagen. Immerhin, Wunde behandelt, ein Lebenspunkt regeneriert. Es ist noch relativ früh am Tag, oder? Ja gut, 17 Uhr. Da kann man schon mal lagern. Es gibt derzeit nichts, worüber sie am Lager palavern wollen. Denn, achso, der Herr Valaria hat ja schon Wunden geheilt. Brüder hat auch schon geheilt, dann ist das Einzige, was wir noch machen können, meditieren. So, ich bin ein bisschen vorsichtig damit. Für den Fall, dass wir danach doch noch überfallen werden. Die Wachen habe ich eingeteilt. Ja, ist eingeteilt. Dann haben wir haben jetzt 18 Uhr. Wie viel Uhr? 19 Uhr 26. Ich würde also schlafen für 12 Stunden. Oder hier rasten für 12 Stunden. Boah, das war so klar. Es war so klar. Und wieder auf Brüder. Betrunkene? Bitte was? Es sind Betrunkene. Warum? Ja gut, wir sind in Torwahl. Da ist es betrunkene Räuber. Da ist es wahrscheinlich nicht so verwunderlich, dass hier betrunkene Räuber unterwegs sind. Das ist natürlich schön. Jetzt haben wir wieder hier... Versuche jetzt trotzdem, den hier einzukeilen. Ja, ich habe für nichts mehr genügend. Ich sollte aufhören zu plündern. Es hat einfach keinen Sinn. So, die Frage ist, wie stark sind betrunkene Räuber? Jetzt sofort hier unten hin, weil wir müssen gucken, dass wir die drei hier ausschalten. Nach und nach. Sonst nehmen die uns nämlich mal wieder Brüder auseinander. Die arme Torwalerin, die hier wirklich von allen immer... Gut, den können wir hier oben binden. Mit Rayada. Ist verwunderlich, aber es ist... Nee, es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass sie alle zu Brüder laufen. Ja, sie sehen eine hübsche Torwalerin. Kommen die betrunkenen Räuber natürlich sofort um die Ecke gerannt. Ist ja ganz klar. Es ist zu Mäusemelken. Ich will doch nur in die nächste Stadt kommen. Ich habe doch gar keine großen Bedürfnisse. Ich will doch nur lebend in die nächste Stadt kommen. Da wäre ich sehr dankbar. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, bei den anderen Helden, die haben ja durchaus auch das ein oder andere Mal Schaden von orkischen Waffen bekommen. Da hätte ich wahrscheinlich jetzt auch Wunden versorgen machen müssen, ne? Das ist ja nicht nur, also bei orkischen Waffen, bei Goblins und so weiter und so fort, ist es ja nicht nur, wenn sie über
über Hälfte Lebenspunkte runter sind, sondern auch, wenn sie einfach grundsätzlich Schaden bekommen. Das heißt, es könnte sein, dass ich da schon wieder einen Fehler gemacht habe und nicht alle versorgt habe, aber ich habe auch, ich müsste vielleicht mit allen ein grundlegendes Heilkunde-Wunden lernen. Ich glaube, das macht auch Sinn. Es kostet nicht so viel an Abenteuerpunkten, also an es kostet ja keine Abenteuerpunkte, es kostet ja Aufstiegsversuche. Es kostet nicht so viel Aufstiegsversuche, weil es relativ gut steigt in den grundlegenden Fähigkeiten. Aber dann haben wir zumindest die Möglichkeit, alle einmal zu versorgen, nachdem wir mit Orks gekämpft haben. Weil ich vermute mal, dass wir doch relativ häufig auf den einen oder anderen Ork treffen werden, der uns hier über den Weg läuft. Dann möchte ich ehrlich gesagt nicht immer mit Wundfieber hier rumliegen. Oder richtig viel Geld für einen Heiler ausgeben. Hör mal, die sind aber schon... Oh, jetzt hat er sich überlegt. Ich wollte gerade schon sagen, die sind aber schon relativ, stecken ganz schön viel ein. Adieu. Ja, weißt du, was wir hier jetzt mal machen? Wir sperren den mal ein. Oh, dann hätte ich auch warten können, bis Rayada soweit ist. Denn einer muss hier definitiv noch sterben. Dafür, dass sie uns mitten in der Nacht überfallen haben. So, wir haben gesiegt. Mal wieder, 6 Heller haben wir gefunden. Und jede Menge Alkohol, das war so klar. Komm, den Alkohol packt man zu Rayada. Den nehmen wir auch mit, der wird auch verkauft. Überhaupt kein Problem, die Trinkhörner. Weiß ich nicht, ob man die brauchen kann. Ich denke, trinken können wir auch ohne Trinkhorn. Ja, lasst uns... Wieso steht Ludwig eigentlich vorne? Hä? Wann ist denn das passiert? So, Valaria... kümmert sich mal wieder um die Wunden von Brüder. Kann die Wunde nicht richtig versorgen. Das ist schlecht. Brüder kümmert sich um die Wunden von Rayada. Und wie war das mit Ludwig? Hatte der nicht auch ein bisschen Heilkunde-Wunden? Ja, guck mal, 4. Oh, warte. Der Ludwig sagt, Valaria, ich kümmere mich da schon drum. Für mehr als 2 Versuche ist keine Zeit. Von wegen, ich kümmere mich da schon drum. Kann ich das Lager eigentlich auch verlassen? Ich meine, wir müssen nicht unbedingt rasten. Ich meine, wir können auch für eine Stunde oder so. Machen wir 2 Stunden Pause hier vorne. So, wir sind noch nicht mal aus Outlook raus. Haben schon gegen Orks gekämpft. Haben schon gegen Betrunkene gekämpft. Es steht Ludwig vorne. Das ist nicht gut. Ja, hier wollen wir rasten. Und Valaria bitte nach vorne stellen. Ja, und es gibt nichts, worüber sie reden möchten. So. Immerhin 1 Lebensenergie. Und dann guckt sich Ludwig die Wunden auch nochmal an, denn ihm ist sehr wichtig, dass es Brüder gut geht. Also muss ich erst vom letzten Behandlungsversuch erholen. Alles klar. Dann guckt er sich mal bei Rayada die Wunden an. Kann die Wunden nicht richtig versorgen. Na gut. Wieder ein bisschen meditieren. Ich glaube, die Wachen sind schon eingeteilt. Lager abbrechen möchte ich nicht. Wir haben es mitten in der Nacht, glaube ich, oder? Jetzt tatsächlich mal 23 Uhr, alles klar. Dann können wir uns auch wirklich mal ausschlafen. Also wirklich mal ausschlafen, was heißt das? Aber wir schlafen wirklich mal nachts und nicht um 18 Uhr. So, wir schlafen ein bisschen bis in den nächsten Tag hinein. Wie ist die Regeneration da durchaus? Am Wegesrand erkennt ihr einen Felsüberhang. Es scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Wollt ihr den Tagesmarsch bereits hier beenden? Aber wir sind doch gerade erst losgereist. Ihr erkennt in der Ferne eine einzelne Person, die euch auf dem Weg entgegenkommt. Sie bewegt sich verdächtig langsam. Wollt ihr... Wenn es eine Alte ist, dann würde ich einfach den Weg fortsetzen. Die Person, die euch entgegenkommt, ist eine ältere, einfach gekleidete Frau.
Travia mit euch, Reisende! Begrüßt sie euch schon aus einiger Entfernung. Ihr verspürt eine seltsame Erleichterung ob des göttergefälligen Grußworts. Travia zum Gruße, werte alte Frau! Ha, seht euch vor! Ich höre noch ganz gut und bin längst nicht schwer bei Verstand. Die Alte springt geschwind wie der Blitz nach vorn. Ihre Faust reckt sich kraftvoll in die Luft. Ihr weicht erschrocken einen Schritt zurück. Eure Hände zucken unbewusst in Richtung eurer Waffen. Plötzlich lässt die Frau die Hände sinken und lacht laut los. Ihr guckt ja, als sei euch ein Gehörnter über den Weg gelaufen. Kommt, trinkt erst mal einen mit mir. Sie setzt sich und holt aus ihrem Rucksack eine Tonflasche hervor. Nachdem sie selbst einen kräftigen Schluck genommen hat, reicht sie euch die Flasche herüber. Mit alten Frauen am Wegesrand trinken ist gefährlich. In Nordland, ihr trinkt mit Genuss. Das Zeug schmeckt fürchterlich, aber es wärmt euch gründlich von innen. Nach einer Weile könnt ihr Töne und Klänge als neblige Gebilde sehen und glaubt, die Farben der Umgebung zu schmecken. Ich schmecke Rot. Ich hab auch was zu essen. Wir könnten vielleicht gemeinsam rasten. Wir sind alle betrunken, glaube ich. Das ist mal ein Angebot. Also nicht nur betrunken. Da freue ich mich. In dieser Gegend ist man ja froh, wenn man überhaupt jemandem begegnet. Und als arme, wehrlose Frau alleine wandern... Sie lächelt verschwörerisch bei diesen Worten. Und ihr seid euch sicher, dass sie euch auf den Arm nimmt. Ja, vor allen Dingen in unserem derzeitigen Zustand. Die Alte kramt allerhand Essbares aus ihrem Rucksack. Brot, Wurst, Käse, getrocknete Beeren... Eigentlich habe ich ja eben erst Rast gemacht, aber in meinem Alter schaden ein paar Päuschen mehr auch nicht. Nur ein paar Meilen weiter gibt es nämlich ein recht hübsches Plätzchen bei der Kräuterwiese. Ich glaube, das ist eine Kräuterhexe. Die Frau plaudert munter weiter und lässt euch kaum zu Wort kommen. Ich es vergesse, ihr wollt doch nach Felstein. Da müsst ihr aufpassen, das ist manchmal nicht ungefährlich. Steinschlag, wisst ihr. Na, der gute alte Steinschlag. Sie verschluckt sich und hustet. Falls ihr in Felstein Isleif Olgardsson trefft, richtet ihm einen schönen Gruß von mir aus. Sagt ihm einfach, seine Janda grüßt ihn. Janda? Er wird sich hoffentlich noch an mich erinnern. Die Janda, das war doch die, die uns in der Taverne zugequatscht hat bis zum Gehtnichtmehr. Beinahe eine Stunde lang bricht der Redefluss der Alten nicht ab. Nur wenn sie gerade herzhaft abbeißt, verstummt sie für einen Augenblick, ehe sie mit vollem Mund genüsslich weitererzählt. Schließlich packt sie die Reste der Mahlzeit zusammen. Jetzt muss ich aber langsam weiter. Ihr verabschiedet euch von ihr und setzt euren Weg fort. Ich muss sagen, langsam wird sie mir sympathisch, die gute alte Janda. Ich meine, wir haben jetzt sehr viel Zeit hier. Wir werden nicht rechtzeitig in Willenheim ankommen, wetten. Nee, wir setzen unseren Marsch aber trotzdem fort. Will in einer Taverne rasten, bitte. Oh ja. Hey, willkommen in Torwahl. Es ist doch immer das gleiche Wetter. Es ist ja ganz furchtbar. Ich brauche ganz dringend eine Taverne. Wir sind nämlich alle betrunken. Naja, nicht nur betrunken. Man muss es ja so sagen. Sie haben Drogen zu sich genommen. Ich glaube, die Janda ist eine Kräuterhexe, die hier ihr Unwesen treibt. Die hat uns verfolgt. In der Taverne haben wir neben ihr gesessen. Da hat sie uns ein Bierchen ausgegeben. Und sie hörte nicht auf zu erzählen. Und jetzt... Ist hier ein Heiler? Ach, noch ein Heiler. Ein Elf. Und jetzt haben wir sie getroffen auf dem Weg. Ah, guck mal, aber hier, Willenheim ist schon ein größeres Städtchen. Da gibt es auch ein bisschen was zu entdecken. Hier gibt es unter anderem einen Markt. In der Hoffnung, Marktstand Kräuter, hier sind Marktstand Waffen. Wann macht denn der Marktstand Waffen auf? Hoffentlich jeden Tag. Erster Markttag und dritter Markttag jeden Monats. Ich weiß nicht, welchen Tag wir heute haben.
Feuertag, 16. Boron. Ja, da können wir noch lange auf den Markttag warten. Oh, jetzt fängt es aber richtig an zu schneien. Ich glaube langsam, ne, der Herbst. Wir sind ja auch schon ein bisschen unterwegs. Der Herbst geht ganz, ganz langsam in den Winter über. Boah, da wird mir direkt kalt. Da, oh, was ist denn da los? Der Schaftreck von Willenheim. Das finde ich ja niedlich. Oh mein Gott, die sehen aus wie Wölfe. Seid ihr sicher, dass ihr hier Schafe haltet? Oder wie sieht das aus? Hier haben wir einen Zwafnir-Tempel. Ja, ich muss mal gucken wegen den Mods. Ne? Also ich habe ja in den Kommentaren gelesen, dass man in Tempeln eventuell auch noch Gespräche findet. Aber nur, wenn man die richtige Mod installiert hat. Ich werde mich mit Sicherheit nochmal mit den Mods auseinandersetzen. Travia, oh. Puh, ein warmer Ort. Das ist Rayadas. Rayadas Wunsch. Travia eine Dukate hinterlassen. Dankeschön. Dafür, dass wir immer die Möglichkeit gefunden haben, irgendwo unterzukommen. Und dafür, dass wir glücklicherweise sofort jemanden gefunden haben, der sich um uns gekümmert hat hier als Brüder vergiftet war. Und hier ist ein Gemischtwarenladen. Der hilft uns, da können wir den Alkohol verkaufen. Aber ich suche hier eine Taverne, eine Herberge. Glockenspiel. Guter Mann. Ein leises Fiepen verrät, dass sich wohl einige Ratten zurück ins Gebälk verzogen haben, als ihr durch die Tür gegangen seid. Es ist etwas staubig und ein modriger Geruch hängt in der Luft. Es könnte auch sein, dass er vom Herbergsvater ausgeht, der euch in Erwartung klingender Münze freudig entgegentritt. Kommt doch herein und macht es euch gemütlich. Bei mir ist guter Schlaf garantiert. Der letzte Ork-Überfall ist schon Wochen her. Mhm, und da sieht er die Truppe, die reinkommt. Eine Truppe voll von notdürftig verbundenen Menschen, die alle, naja, sie haben alle Augenränder und wirken ein bisschen benebelt. Dann werden wir wohl gerne bei euch einkehren, sagt der Ludewig. Wir nehmen die Einzelzimmer. Ich glaube, ich will heute auch mit niemandem mehr reden. Wie viel Uhr haben wir denn? 21.37 Uhr. Ich glaube, das ist die richtige Zeit, um sich einfach mal ins Bett zu werfen. Er versucht noch zu meditieren. Versuch's mal mit 4. Ah, das hat funktioniert, immerhin. Okay, wir haben ein bisschen meditiert. Da ist ein bisschen Zeit vergangen und die Trunkenheit ist derweil auch mal weggegangen. Das heißt, wir haben uns hier oben hingesetzt, haben uns einfach mal in die Ecke geworfen und versucht auszunüchtern, bevor wir schlafen. Was wichtig ist, jetzt noch unbedingt viel trinken, also Wasser. Ganz, ganz viel Wasser trinken jetzt noch unbedingt und dann ordentlich schlafen. 12 Stunden, ja, doch 12 Stunden, ich will noch ein bisschen die Stadt erkunden. Nehmen wir mal mit, schlafen mal ein bisschen aus. Jetzt 11.37 Uhr. Schlimm eigentlich. Rayada geht mal nach vorne. Als unsere... Es ist immer noch am Schneien. Wie sieht's aus mit Hunger und Durst? Geht so. Nee. Manno. Was ist denn hier immer für ein Wetterchen? Hier haben wir einen Kräuterladen, einen Kräuterhändler in Willenheim. War nicht noch etwas in Willenheim? Habe ich da nicht noch irgendwas gelesen? Oder hatten wir da nicht einen Hinweis bekommen von einem... Hier ist wieder der Torvalsche Kühlschrank, wie ich ihn schon in den Kommentaren gelesen habe. Hier ist ein gelbes Haus. Erika Ansgardottir. Ture von Gudasunden. Moment, Ture von Gudasunden? Kommt mir bekannt vor. Nichts rührt sich, als ihr klopft. Alles klar. Ture. Wie sieht's denn mit deiner Auswahl aus? Hier gibt es wirklich beinahe alles, was das Herz eines Reisenden begehrt. Hanfseile unterschiedlichster Stärken liegen zusammengerollt im Regal. Fackeln verschiedener Länge und Brenndauer werden feilgeboten. Proviantpakete für verwöhnte Gaumen gibt es ebenso wie haltbare Sträflingskost für Hartgesottene. Ihr werdet freundlich begrüßt. Werte Reisende, was darf es denn sein? Na, dann lasst uns mal eure Waren genauer ansehen. Okay, der hat ein gutes Sortiment, das bedeutet bei Leuten mit gutem Sortiment, oh, der hat ein richtig gutes Sortiment, kann man Dinge teurer verkaufen, alles klar. Verkaufen, ich würde gerne mal den ganzen Wein hier loswerden. Das Bier
ein bisschen Schnaps behalten bei uns. Eine orkische Bronzeflasche. Dies ist eine einfache kleine Bronzeflasche, welche mit einem wachsversiegelten Stopfen verschlossen und mit orkischen Runen graviert ist. Können wir auch verkaufen, brauchen wir glaube ich nicht die Trinkhörner. Wurde aus dem Horn eines Ochsen gefertigt. Verschließt man es, kann man damit ein Getränk auf Reisen transportieren. Besonders beliebt bei Torvalern. Es soll auch verzauberte Hörner geben, die Getränke stets kühl und frisch halten oder sich auf Befehl mit Met füllen. Doch leider ist dieses Trinkhorn ganz und gar unmagisch. Dann weg damit. Unmagische Trinkhörner will ich nicht haben. So, den Hut können wir jetzt eigentlich auch mal verkaufen. Sie hat jetzt einen Lederhelm an. Ich glaube, den Hut könnten wir wahrscheinlich besser woanders verkaufen, ne? Ja, die Waffen verkaufe ich hier nicht. Die verkaufe ich beim Großhändler für Waffen. Im Zweifel dann einen Oberorken, denn dort gibt es ja auch noch... Ah ne, das ist Brüdersfläschchen. Das stimmt, hier vorne war Raya das. Genau, dann kann sie das hier mal verkaufen. Brüder hat immer eine eiserne Ration an Schnaps mit dabei. Bremer Feuer. Ich glaube, das war's. Aber das war's. Kriegen wir insgesamt ein Silberstück. Aber... Wer das Silberstück nicht ehrt, der ist die Dukate nicht wert. Zack. So. Freut mich immer, Geschäfte zu machen. Dann sind wir das zumindest schon mal los. Hier könnten wir uns im Zweifel auch noch eindecken mit anderen Dingen, die wir benötigen. Wir werden hier auf jeden Fall auch noch in die Taverne gehen. Ich möchte rausfinden, was es mit diesem Haus da auf sich hat. Was haben wir hier? Noch einen Heiler. Jasma Ingvarsdottir. Wie viele Heiler sind denn hier unterwegs? Davon ist der Kräuterkundler. Ich würde ja gerne warten, bis Markttag ist. Eventuell können wir uns hier in Willenheim ein bisschen länger aufhalten. Ich würde nämlich wirklich gerne warten, bis Markttag ist, um eventuell hier nochmal... Ach, hier ist ja noch mehr. Hier ist noch ein Schmied. Und hier ist die Herberge Großer Bodier. Apropos Schmied. Wenige Kratzer. Der Bogen. Abgewetzt. Oh, 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 oh. Wenige Kratzer. Wenige Kratzer. Abgewetzt. Okay, müssen wir dringend reparieren. Wupp. Wupp. Dieser Streitkolben. 6 bis 11. Attacke Parade 0 minus 1. Minus 1 minus 3. Körperkraftbonus ab 16. Je 3. Ja, wir haben 14. Ich glaube, da sind wir noch nicht stark genug für den Kriegshammer. Wir lassen ihm erstmal den Streitkolben in den Händen. Oh, dieses Gewitter. Furchtbar. Wir können unsere Waffen jetzt auch noch auf einen besseren Status bringen, aber ich würde gerne warten, bis wir in Oberorken sind. In Oberorken soll es ja einen... Soll es ja einen Waffenschmied geben, der wahrlich berühmt für seine Taten ist. Ja, gut. Dann würde ich mal gerade gucken, wann die Markttage sind. Denn ich würde wirklich gerne hier mit den Händlern ein bisschen handeln. Andererseits wäre es vielleicht echt sinnvoller, die Waffen zu behalten, bis wir in Oberorken sind, um sie da teuer zu verkaufen. Weil der Waffenhändler dort... Oh, die Schafe, die laufen die ganze Zeit durchs Dorf. Die Händler dort mit der großen Auswahl werden sicherlich mehr für die Waffen bezahlen als die Marktstände hier. Da bin ich mir ziemlich sicher. Suche ich gerade eine Taverne, in die wir einkehren können. Wo wir dann für heute Pause machen können. Und in der Taverne würde ich dann auch ein bisschen zechen. Wir lassen uns mal wirklich einen Tag Zeit. Und gönnen uns einen Tag Pause in Willenheim. Denn es bringt ja nichts. Da hinten sind die Tavernen. Da habe ich sie verpasst. Denn es bringt ja nichts, wenn wir... Bin ich jetzt am Schaf hängen geblieben? Tatsächlich. Es bringt ja nichts, wenn wir uns jetzt hetzen. Der Winter kommt ja, steht ja sowieso vor der Tür. Alter Flößer. Jetzt muss ich mich nur entscheiden, in welche Taverne ich einkehren möchte. Erz und Kohle. Orkschädel. Orkschädel klingt wie eine Taverne für mich. Da bin ich mit dabei. So, hier werden wir den heutigen Abend verzechen. Wir werden uns nochmal ein bisschen umhören. Was heißt den Abend? Den Tag werden wir verzechen. Wenn wir uns nochmal ein bisschen umhören und ein bisschen plaudern und gucken, ob wir herausfinden können, was es so für Gerüchte und Neuigkeiten hier im Dorf gibt. Und dann sehen wir uns genau zu dieser Tätigkeit morgen wieder. Darum bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen bis hierhin.
Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.